Moin, moin, heiße ich euch alle und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. So sieht's aus. Heute spielen wir gegen Borussia Dortmund und die Frage eigentlich ist, schaffen wir die Titel? Schaffen wir nicht? Das ist die große Frage. Wir haben den 11. als Gegner jetzt, danach spielen wir gegen den 15., noch gegen den 7. und gegen den, ich glaube, weiß ich nicht, 12. Ich glaube, Manchester City ist auch noch unser Gegner. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Ja, Atletico Madrid. Also, das könnte noch eine schwierige Partie werden. Heute gegen Borussia Dortmund. Gegen die Dortmunder haben wir eigentlich grundsätzlich viele Probleme immer wieder mal. Zeigt sich auch immer mal wieder. Wir spielen heute in, ja, sage und schreibe, nicht Katalan-Trikot, weil das wäre relativ schwierig auseinanderzuhalten. Deswegen spielen wir heute in Blau. Und die anderen Partien sind auch alle wieder wichtig. Die Münchner, da müssen wir wieder gucken. Bayern München spielt gegen Ajax Amsterdam. Iniesta ist zum Spieler des Monats gewählt worden, hatte ich vorhin gesehen. Okay, bei uns eigentlich nur noch ein Wechselspieler. Aber wenn das Spiel sagt, so von wegen, ja, Iniesta, du, oh, der ist der Beste, dann lassen wir ihn. Dann lassen wir das Spiel und freuen uns darüber, dass es so ist. Ja, dieser Teil etwas verspätet, etwas viel verspätet. Eigentlich sollte er ja schon Mittwoch hochgeladen werden. Aber nun gut, heute spielen wir gegen die Dortmunder und schauen wir mal, wie das denn laufen wird. Ob das jetzt positiv laufen wird oder eher negativ laufen wird. Ich hoffe positiv. Wir haben zwar 3 Punkte Vorsprung noch auf die Münchner und wir haben noch 4 Spieltage. Also Spannung ist hier gesetzt. Hier sind wir noch nicht Meister wie die letzten Male. Wenn wir irgendwie, was wir schon 4 Tage vor Schluss hatten, war entweder schon die Meisterschaft futsch oder sie war schon längst erreicht. So, hier können wir zumindest nicht Meister werden heute. Hier können wir aber wenigstens den Platz sichern. Also die Münchner genauso viele Siege wie wir. Wir haben bloß viele Unentschieden. Das ist eben dann der Unterschied, dass wir so viele Unentschieden haben. Aufstellung. So. Ja, der ein oder andere hier in der Aufstellung, der spielt nicht mal bei Borussia Dortmund, spielt er auch eigentlich die gesamte Saison nicht bei Borussia Dortmund. Aber das Spiel hat damals, als wir das Stadionturnier erstellt haben, standen noch die Spieler dort. Also von daher, das ist schon ewig her. Ja. Passt schon. Und damit willkommen zum Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Nein, Spaß. Das wäre was, wenn wir jetzt Real Madrid auf einmal wären. Nein, nee, Barcelona. Real Madrid hat sich ja letztes Mal, darauf wollte ich hinaus, letztes Mal verabschiedet aus dem Titelrennen, aber das war eigentlich im Endeffekt schon vorher klar. Im Endeffekt, wir und die Münchner sind die einzigen, die jetzt um die Meisterschaft hier dieses Mal buhlen. Nächste Saison werden wir ja höchstwahrscheinlich zu Paris wechseln, obwohl Manchester United mittlerweile auch relativ interessant ist und dort vielleicht auch Fuß fassen können. Aber ich denke mal, dass es Paris bleibt. So, irgendwer hier auf dem Flügel. Ich bräuchte jemanden. Dankeschön. Ja, das sah ganz heftig nach Handspiel aus. Schiedsrichter hat das nicht so erkannt. Und gibt hier nichts. Ja, für euch ist er auch völlig ungewohnt, dass wir im Blau spielen. Normalerweise spielen wir nie im Blau. Ich glaube, das ist das erste Mal in diesem Let's Play, wenn wir mit Barcelona im Blau spielen. Weiß ich gar nicht. Kann sein. So, heute wahrscheinlich heute noch eine Folge Ultimate Team und eine Folge Jellyfish. Und heute wieder 3 Folgen. Liegt daran, dass das hier wieder ein Nachtrag ist. So, Möglichkeit. Ah, den kriegt er sogar noch und es gibt den Eckball. Also klar, hier im Signal Iduna Park, irgendwie komischerweise funktioniert hier einfach gar nichts. So, und weg das Ding. Also theoretisch, auch wenn die Borussen nur Elfter sind. Aber irgendwie haben wir ständig gegen die hier grundsätzlich Probleme. Hier im Signal Iduna Park. Jetzt die Möglichkeit für Borussia Dortmund.
Kagawa. Oh, super gemacht. Bravo, hält den Ball. Aber das hat er super gemacht. Durch die Beine durchgespielt. Klar, Risiko, Risiko, Risiko. Aber wenn Risiko funktioniert, dann... Nächstes Mal. So, jetzt Neymar. Vielleicht kriegt er den. War der zu steil? Nein, war er nicht. Gott sei Dank nicht. Sandro. Rüber auf Lionel Messi. Aber das war jetzt gar nichts. Aubameyang. Ah, geht vorbei. Wir müssen hier einfach mit... Ups, aufpassen. So. Manchester City, Marseille 1-1. Das ist ja eher für Borussia Dortmund wichtig als für uns. Für uns ist das relativ unwichtig. Bei uns geht es nur noch momentan das zweite Auge in Amsterdam zu haben. Weil wenn die Münchner hier heute verlieren sollten, reicht uns ein Unentschieden. Ja, das war's mit Unentschieden. Dortmund führt Mats Hummels. Ja, das ist eben dann der Unterschied. Wenn du als irgendwie komischerweise als Angstgegner Borussia Dortmund hast im Signal Iduna Park, wenn du einfach hier nicht gewinnen kannst, dann hier auch jetzt nicht. Wir haben es schon mit Ingolstadt versucht, wir haben es schon mit was weiß ich wen alles versucht und trotzdem hier ist immer und immer wieder große Probleme. Ich glaube, mit Chelsea haben wir hier unentschieden gespielt. Ne, warte mal, mit Chelsea haben wir hier die Meisterschaft geholt. Mit Chelsea haben wir hier die Meisterschaft geholt. Ja, ja, das sind doch auch noch Zeiten, aber nein, das ist jetzt nicht der Fall. Also, Borussia Dortmund führt mit 1-0. Ja, jetzt ist das ist jetzt natürlich ganz schlecht. So, denn damit machen wir die Meisterschaft noch spannender. Das wollte ich gar nicht. So, wieder punktgleich. Und ich denke mal, dass die Münchner in Amsterdam führen werden. Ja, deswegen sind wir hier jetzt auch irgendwie ein bisschen im Bedrängnis. Jetzt müssen wir das 2-0 machen. Das 1-1 machen. So, einfach mal wegnehmen. Song kriegt den Ball. Song hakt sich ein. Song kriegt nicht den Freistoß. Das war vielleicht zu offensichtlich, dass er den einhaken wollte. Ja, grätscht dran vorbei. Und Mkhitaryan. Ah, so doch nicht. Mascherano. Nee. Also da ist der Wurm wieder drin. Wie ihr ja schon wisst, gestern mit dem 0-4 verloren. Und anschließend dann haushoch gegen Bremen gewonnen. Aber das ist dann wieder der Unterschied. Ja, natürlich, jetzt kommt das auf Wiedersehen, weil die jetzt hämisch werden. Klar, die Dortmunder wollen vielleicht nicht, dass Bayern München Meister wird. Aber ich glaube, denen ist es lieber, dass ein deutsches Team Meister wird, als dass ein spanisches Team den Titel holt dieses Jahr. Ah, den kriegt er, aber den viel zu weit. Boca Juniors und Chelsea unentschieden. Aber den macht er viel zu weit. So, Neymar. Rübergespielt. Sandro. Sandro, frei. Sandro mit der Chance. Es ist ein klares Handspiel. Der Schiedsrichter sagt nein. Und es ist ein Lattentreffer. Und der Schiedsrichter sagt trotzdem nichts. Das ist doch alles Mist. Es ist doch alles Mist, Ecke. Aber wir sind schon sehr nah diesem Ausgleich. Und das ist eben das Positive. Ecke Neymar. So, jetzt aber. Ah, geht noch weiter und es gibt einen Wurf vielleicht. Nein, für uns nicht. Warum nicht? Dann wird's auch. Dann pfeif ab. So. Und die Möglichkeit. Hier, jetzt zur Führung und. Zum Ausgleich und das ist ein Abschluss, der nicht geworden. Hummels, der einzige Torschütze. Und wir haben, ja, am Ende der ersten Halbzeit doch noch versucht, irgendwie Birki zu überwinden. Aber das war jetzt ein Abschluss nicht so erfolgreich. Ja, Foul in der ersten Minute durch Song, aber da hat er dafür nicht die gelbe Karte gekriegt. Ja, nach dem Tor von Dortmund, die haben sich zurückgezogen.
Und der Freistoßbrand gefährlich gewesen. Ja, schummelt sich davor und macht das Ding. Und in Amsterdam führt Amsterdam! Oh je, oh je. Also das ist für uns natürlich super. Das setzt Ajax Amsterdam uns hilft. Borussia Dortmund versucht den Münchner zu helfen und Ajax versucht uns zu helfen. Es steht 1:0 für Ajax Amsterdam, die ja gegen den Abstieg noch spielen. So, also heißt das jetzt, alle Mann nach vorne, Fragezeichen? Wir müssen ja eigentlich noch dieses Tor machen. Weil wir können zwar auf die Schützenhilfe von Ajax Amsterdam hoffen, weil es klappt ja. Na, Rakitic den Ball perfekt abgenommen. So, glaube, wir müssen auch bald noch wechseln. Wir müssen offensiver rangehen. Boca Juniors, Al-Hilal, Entschuldigung, nicht gegen Chelsea, gegen Al-Hilal spielen sie. Die Boca Juniors, ein Abstiegsduell. Ja, der zittert sich so ein bisschen. Das ist doch kalt hier. So, ja, zu defensiv, Leute, zu defensiv. Ja, Aubameyang, rübergespielt, kriegt er ihn rein. Ja, er kriegt ihn rein, Borussia Dortmund gewinnt hier, wahrscheinlich. 2:0, das ist doch alles in der falschen Richtung. Es geht alles in die falsche Richtung, Gündogan, eingewechselt und direkt getroffen, ja. Das ist dieses, klar, taktisch gesehen, ist das richtig, dass unsere Männer da hinten die Wand stehen, das sollen sie ja eigentlich ja auch. Aber ja, es klappt so nicht. Es klappt so nicht. So, also, wir müssen jetzt die Wechsel machen, die ich eigentlich ungern jetzt mache. Aber die müssen wir machen. Also, Wechsel die beiden Mittelfeldleute nach vorne. Ab de vorne heißt die Devise. Und wir spielen jetzt mit einer flachen 4. Und wenn das weiterhin nichts bringt, dann müssen wir noch was machen. Also, 53. Minute Doppelwechsel. Ja, was willst du groß machen beim 0-2 Rückstand? Du musst jetzt nach vorne arbeiten. So, ab nach vorne ist die Devise. Wir spielen mal nicht sehr offensiv, sondern offensiv. Es ist ja noch Zeit. Es ist ja noch Zeit. Wir haben ja noch was. Neymar! So, wir sind zurück im Spiel. Jetzt ist es nur noch wieder ein Tor. Neymar mit dem Sololauf. Und überlistet alle. Vielleicht ist es wirklich das Sinnvollere, jetzt ein bisschen weiter offensiv nach vorne zu gehen. Bloß jetzt nicht nachlassen. Neymar trifft. Und das 2:1. Es geht um 3 Punkte nur. Es geht nicht um die Meisterschaft. Es sind noch im positiven Bereich. Paris führt gegen Hamburg. Und er gibt nicht den Einwurf. Reus kriegt den. Reus bislang auch nicht so aufgefallen aus meiner Sicht. Neymar. Ja. Aber klar, die sind jetzt überfordert mit dieser Taktik, die Dortmunder. Und gleich machen sie das Tor. die kennen das nicht, dass Barcelona nach vorne spielt. Weil wir das noch nie machen mussten. Nächste Möglichkeit hier, Birki! Wir waren noch nie irgendwie wirklich im deutlichen Rückstand. So, Wechsel. Ja, jetzt lassen sie sich natürlich Zeit. Castro raus für Sahin. Aber andersrum, vielleicht noch ein bisschen zu früh, sich jetzt Zeit zu lassen. Das kann nach böse nach hinten losgehen. Auf der Linie geklärt. Marc Bartra. Marc Bartra. In echt spielt er nächste Saison hier im Signal Iduna Park. Wahrscheinlich für Subotic auf der Position. Also Hummels raus, Subotic rein. Er darf sein nächste Saison Teammitglied wahrscheinlich jetzt hier decken.
Und da ist der Ausgleich! Mark Bada! So geht das! So geht das! Wir haben wieder den Ausgleich! Andersrum ist gerade eingefallen, Juventus Turin! Leute, Juve! Wir hatten dasselbe gegen Juve auch! Juve 0-2 zurückgelegen und 2-2 draus gemacht! Und heute wieder! Durch einen Innenverteidiger! Mark Bartha meldet uns zurück! Und jetzt heißt das, ab nach vorne heißt die Devise. Lionel Messi mit der Chance. Lionel Messi. Wenn wir das Ding hier noch drehen, das wäre unfassbar. Fluch von Dortmund überwunden, würde ich mal sagen. Weil dann gewinnen wir auch mal im Signal Iduna Park. Das nach Rückstand. So, Messi im Abseits. Also hat unsere Wechsel wirklich enorm was gebracht. Muss man so sagen. Also die Wechsel haben sowas von viel gebracht. Wir müssen jetzt nur noch darauf achten, dass wir jetzt nicht noch ein Gegentor fangen. Ja, mach das souverän! Gott sei Dank, Aubameyang daneben. Bravo bleibt die ganze Zeit stehen, das soll er auch. Das soll er auch. Er soll nicht hier irgendwie irgendwen verunsichern. Weil manchmal ist die Verunsicherung gerade dann die Sicherung, weil dann ganz genau gesagt wird, ah, der kaspert jetzt wieder rum. So, nächste Möglichkeit, Neymar mit der Chance. Hier, jetzt, um Führungstreffer. Und das ist er. Spiel gedreht! Ja, und die Unwunder, die kommen schlecht aus der Wäsche. Neymar trifft und wir sind in Führung. Subotic kommt nicht mit. Und so geht das Spiel auch mal. So geht das auch mal. Führung. Aber jetzt bloß nicht nachlassen. Bloß nicht nachlassen. Jetzt sind natürlich die Dortmunder mit ab nach vorne, heißt die Devise. Wir stellen nach hinten. Klar, alle Dortmunder in unserer Hälfte. Und deswegen ab nach hinten. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch das Ding verteidigen. Und das machen wir auch. Ganz viel Zeitspiel, ganz viel die Uhr runterlaufen lassen. Wir wechseln auch nochmal. Wir haben ja die Zeit, wir können ja sogar noch wechseln. Wir können ja sogar noch wechseln. Mark Bartha, der Torschütze, verlässt den Platz. Piqué ist fast mir schon fast zu gefährlich, aber wie ich immer so gerne sage, Piqué ist ein guter Spieler, absolut. Aber eben nicht schnell. Rafinha, ja. Ja, getunnelt. Vom eigenen Mann getunnelt. Mark Bartha verlässt den Platz. Der Torschütze zum 2:2. Raus, Piqué rein. Verteidiger für Verteidiger, Sahin. Übergespielt, Kagawa und weg ist der Ball. Rakitic. So, und jetzt die Lücke suchen. Iniesta. Ah, der Pass sollte eigentlich rüber zu Messi noch gehen. Ja, Sokrates dazwischen. Und jetzt ab nach vorne die Wiese. Sokrates. Ah, gut gemacht von Rakitic. Und jetzt Passstaffette bitte. Neymar. Ja, Messi. Ja, über Umwege. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. So, hinten dicht heißt die Devise. Hinten dicht. Und das ist der Sieg! Nach 0-2 Rückstand gewinnen wir im Signal Iduna Park. Hier mit 3:2. In der 55., 66. und 77. und in der 88. haben wir uns verabschiedet. Das war's. Unglaublich.
Also manchmal muss es einfach, weiß ich nicht, Glück sein. Einfach Glück sein. Es ist einfach so. Spieler des Tages ist Neymar geworden. Aus meiner Sicht völlig zu Recht. Marc Bartha auch super Partie eigentlich, aber ja, Mascherano, das war gar nichts von dem. Also da würde ich jetzt dann doch schon am Ende des Spiels vielleicht doch noch mal der Mascherano vielleicht doch noch raustun. Und Ajax hilft uns! Ajax hilft uns! 6 Punkte Vorsprung haben wir jetzt. Durch Ajax Amsterdam. Also, weiß ich nicht, ein schönes Präsent mal hinschicken nach Amsterdam. Ein Dankeschön einfach mal hinsenden. 6 Punkte Vorsprung. Als nächstes spielen wir gegen Lazio Rom. Und theoretisch können wir gegen Lazio Rom die Meisterschaft feiern. Und, jo. Also, Mascherano verlässt es jetzt erstmal. Piqué. Ja, Piqué eigentlich wäre von mir ja, wie gesagt, nicht so gesetzt, weil er eben nicht so die Geschwindigkeit hat. Eine 69er Geschwindigkeit, ein 68er ist sogar noch langsamer. Mathieu anstatt Piqué. Lass Mathieu auch noch spielen. Ja, Ter Stegen brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich keinen zweiten Torwart momentan. Also das heißt, Mascherano und Piqué lassen wir mal auf die Ersatzbank setzen. So, würde aber schon auch gerne einige Wechsel tun, nämlich Adriano rein für Sandro auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Und auf rechts möchte ich gerne Rakitic auswechseln. Und dafür Thuram, dass wir die beiden auch auflaufen lassen und spielen lassen können. Ja, Suarez ist natürlich extrem bitter, dass der verletzt ist. Aber so ist das. So ist das. Meine lieben Freunde des gepflegten FIFA-Spiels. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Wenn ihr mich schaltet ein. Wenn nicht, ich kann niemanden dazu zwingen. Bis nächstes Mal. Tschüss.